Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Watch Dogs Legion. Es geht heute um die Trophäe, den Erfolg, alle Macht dem Volke. Lass deine Verbündeten insgesamt 3 Albion-Wachen neutralisieren. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wird. Dafür brauchen wir erst einmal Verbündete. Verbündete bekommen wir darüber, dass wir einen Fußball-Hooligan bei uns im Team haben. Wir werden die Dame hier gleich mal kurz rausholen. Bei mir ist es eine Dame. Da ist sie, hat den Sammelruf zur Verfügung. Das ist das Entscheidende. Ihr bekommt automatisch einen Hooligan. Braucht ihr also nicht irgendwie wie Dumpfback zu suchen, wenn ihr Eislinken and Hackney übernehmt. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen korrekt ausspreche. Ich kenne echt ehrlich gesagt den Stadtteil von London nicht. Deswegen null Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Also ganz oben auf der Karte Eislinken and Hackney. Und wenn ihr dieses Gebiet befreit, erhaltet ihr einen Fußball-Hooligan. Und jetzt müsst ihr nur dafür sorgen, dass euer Hooligan sich unbeliebt macht und dadurch dann Stress bekommt mit Albion-Wachen. Ganz wichtig für euch, ihr dürft nicht auf Fahndungslevel 2 sein. Nicht höher als Fahndungslevel 2. So, den Wagen habe ich jetzt einfach mal gestoppt. Daraufhin kommt gleich der gute Mann auf mich zugelaufen. Möglichkeit 1, um Beef zu haben. Ihr dürft nur schlagen. Ne? Ich schlage jetzt selber endlich mal ein bisschen zu. Und jetzt kommen gleich meine Jungs und helfen mir. Na, wo bleiben sie? Wie gesagt, ein bisschen runterkloppen könnt ihr ihn ja, ne? Ihr seht ja, der Balken geht langsam runter. Jetzt halte ich mich ein bisschen zurück. Und da endlich jetzt... haben sie das schon gemacht. Nummer 1 ist erledigt. Also es geht leider wirklich so langsam, weil ihr dürft halt nicht einen zu hohen Verfolgungsstatus haben, weil dann die Gegner schießen und dann eure Verbündeten nicht eingreifen. Die greifen nur bei einer Schlägerei ein. Deswegen ganz wichtig, man darf nur kleine Sachen machen, die halt nicht die richtigen Frust der Polizei auf euch lenken. Und ganz wichtig, ihr dürft wirklich nur Albion-Wachen haben, keine Angestellten. Auch das ist das Nächste. Und daher habe ich das so gemacht, die verschiedensten Varianten ausprobiert, wie ich das mal zusammenbekomme. Denn der Fahndungsstatus ist doch relativ schnell weg. Wenn ihr aber zum Beispiel hier so eine Situation habt, dass mal wieder so eine Albion-Wache hier jemanden belästigt, einen unschuldigen Bürger, dann bekommt ihr automatisch wieder einen Stern, Fahndungsstatus, und jetzt warten wir drauf, dass ein Fahrzeug kommt. Und ehrlich gesagt, ich habe oft vergeblich gewartet, leider. Aber da kommt einer, wunderbar, dementsprechend sind auch Leute an Bord und meine Kameraden können wieder welche umlegen. Da kommt einer, ich fange kurz mit der Prügelei an und da greifen sie schon in den Kampf ein und werden jetzt Nummer 2 umgelegt haben, dann fehlt uns nur noch einer. Also das muss man echt so langsam machen, weil wie gesagt, Fahndungsstatus geht schnell auf 0. Das Fahrzeug war auch nur eine Person drin. So, knockt ihn aus. Jetzt haben sie ihn ausgenockt. 2 ist von der Liste gestrichen. Also, einen Bullenwagen stoppen ist auch eine gute Sache. Ne? Wenn also wirklich wieder ein Bullenwagen an euch vorbeifährt, also mit Albion-Wachen, dann stoppt ihr einfach den Wagen. Möglichkeit. Oder halt, wie gesagt, ihr mischt euch ein, wenn halt ja am Straßenrand wieder Beef ist und irgendjemand da kontrolliert wird. Das könnt ihr halt auch machen, wenn da 2 stehen. Ja, dann hatte ich hier gehofft, der Militärlaster. Das war dann halt auch ein weiterer Gedanke von mir. Hier, wir stoppen einfach mal den Militärlaster. Ah, da ist er. So, jetzt werden wir ihn noch ein bisschen beleidigen, den Kerl, damit er aussteigt. Kurz in die Emotes rein. So, ein bisschen beleidigen den Kerl. So, und dann sehe ich schon an der Kleidung, oh, das geht nicht gut. Wir untersuchen ganz kurz und sehen, angestellt. Angestellt, das hilft uns gar nicht. Das hilft uns leider gar nicht. Hier stehen wieder ein paar Fahrzeuge rum. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, ich habe eventuell einen gestoppt. Dann kam mir der Bus so blöde angefahren. Aber der Kerl bleibt zum Glück am Leben. Ihm passiert weiter nichts. Also fangen wir mit der kleinen Prügelei an. Und warten auf unsere Verbündeten. Sind momentan gar nicht da, also rufen sie einfach, ne, Steuerkreuz nach oben gedrückt halten, da kommen sie und nehmen sich jetzt den letzten Mann vor, den wir noch brauchen für die Trophäe, für den Erfolg, alle Macht dem Volke. Ja, also manchmal stehen sie wirklich eine ganze Weile recht dumm herum, easy dann eingreifen endlich. Oh, ne? Ihnen ist langweilig, mir jetzt nicht so, jetzt habe ich noch eine zweite Wache, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, so greifen sie endlich ein und kümmern sich drum. Ich gucke mir das Ganze nur noch aus der Ferne an. Naja. Da ist der Volk freigeschaltet. Alle Macht dem Volke. So
sodass ich mich um den letzten jetzt auch selber kümmern kann, wenn ich der möchte. Aber wie gesagt, meine Kollegen machen das auch einigermaßen gut. Das war's. Ich hoffe, das kleine Video hat A geholfen, es hat B gefallen und C, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Das wäre wirklich eine super Sahne Geschichte. Ich danke euch fürs Dabeisein, sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.